Hups, und damit herzlich willkommen zurück zu Neverwinter Nights 1. Ich wollte euch natürlich nur mal zeigen, was passiert, wenn man Silberrücken besiegt. In der letzten Aufnahme haben wir ja mit ihr gesprochen. Feuerbolzen können wir verkaufen. Und dann habe ich mir gesagt, zwei Niederlagen auf einmal kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich spiele offscreen noch einmal bis zu diesem Punkt und jetzt habe ich es mal wieder mit Zaubern übertrieben. Nach 5 Heiltränken habe ich dann auch überlebt, weil wenn die mich dreimal gebissen hat, war ich quasi schon tot. Ja, und jetzt haben wir es etwas übertrieben und da ist der Kopf von Silberrücken die undiplomatische Lösung. Naja, ist dann halt so. Wir haben ja noch ein paar Wolfies vor uns. Wir können hier sicher nicht rasten, oder? Genau. Dann gehen wir mal zurück zu Deurig. Bitte, gleich. Und verkaufen ein paar Pelze. Und da können wir uns dann auch ausruhen und so weiter. Genau. Und Terra meinte richtigerweise, es wäre noch der richtige Zeitpunkt, mit Aribeth zu reden. Der das Spiel kennt, weiß warum. Es wird etwas passieren. So viel kann ich schon mal verraten. Etwas Unerfreuliches. Etwas sehr Unerfreuliches. Hey, die brauchen wir noch nicht. Die schimmernde Schärpe, die haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr angezogen. Und die anderen Sachen können wir alle nicht benutzen. Also nicht verkaufen, weil die null wert sind. Sie haben nur einen persönlichen Wert für uns. Ich glaube, mehr gibt es hier auch nicht. Dann gehen wir gleich mal wieder in die Höhle zurück. Bei unsere Superzauber haben wir nicht mehr, deswegen werden wir jetzt mal rasten. Ja, ja. Ich wollte irgendwie nicht 1000 Erfahrungspunkte verpulvern. Ich glaube, jetzt haben wir nur 550 verloren das letzte Mal. Damit können wir leben. Und der Kater hält sich nicht daran, dass ich Aufnahmen an der Tür kleben habe. Er miaut. Tja, da muss er jetzt durch. Das Wohnzimmer ist offen, da kann er rein. Es ist jetzt auch nicht so laut, dass man ihn hören würde. Ach, ich lasse ihn mal raus. Bis gleich. So, damit wäre die Sache auch erledigt. Dann können wir weitermachen. Wir sind gebufft, holen unser Schwertchen noch heraus. Das jetzt klugerweise nicht gebufft ist, aber hey. Eine Klinge mehr oder weniger kann hier schon den Ausschlag geben. Ah, ich muss noch mein epischer Dreh. Meinen Schreibtisch sortieren. Hier geht es nur zu einem Vorsprung. Ja, okay. Die Frage ist, sieht man von hier schon Wolfies und kann man die von hier aus schon attackieren? Mal gucken. Yeah. Ein bisschen. Ich hoffe, die rennen nicht alle weg. Wir präparieren sie schon mal. Die sind ziemlich schlau, die kennen halt die Höhle. Gut, jetzt haben wir sie zu uns gelockt und werden sie gebührend empfangen. Da kommen sie schon. Ach nee, da sind sie, weil Malanie da ist. Hast du sie jetzt angelockt? Kommen die jetzt auch? Oder macht das Schwert sich selbstständig? Ach da. Ja, das Schwert hat sich selbstständig gemacht. Und der Überraschungsangriff hat genutzt. Tschüssi. Ich habe keine Lust, das alleine unter uns auszumachen. Die Blitzkugeln sind cool. Ich weiß nicht, ob die nur seit dem Add-on da sind. Die sind ja ein bisschen wie hier magische Geschosse. Oh, nee. Aus. Pfui, lass mich in Ruhe. Ich habe keine Lust, schon wieder getötet zu werden. Da, 15. Wo ist eigentlich Madame? Charvin ist unsichtbar und steht im Gang herum. Und lässt uns die ganze Arbeit machen. So sieht's aus. Okay, ich glaube, sie hat uns ein bisschen gebufft. Wir sind immer versöhnt. Jedenfalls ein bisschen. Ein bisschen versöhnt. Gut. Ein paar Wolfies haben wir jetzt schon um die Ecke gebracht. Wir werden kurz speichern.
auf dem ups altgewohnten Speicherstand, den ich letztes Mal schon angelegt habe, von dem ich eigentlich weiterspielen wollte. Aber wir sind ja flexibel. Wolfies ausräuchern klingt jetzt auch nicht so nett. Da steht schon wieder einer, den werden wir auch mal anlocken. Ein Schrittchen weiter. Oh, der ist schon schwer verwundet. Dann reicht da ja das. Hui. Ach, da sind noch mehr, oder? Ja. Das Schwert hat einen besseren Sinn dafür als Malani. Malani ist gleich in die falsche Richtung geflogen. Da sind sogar noch viel, viel mehr. An denen bin ich ja letztes Mal gescheitert. Jetzt dürfen meine Gefährten das mal machen. Ui, vier Stück. So, du kriegst ein paar Blitze rein und am Schluss noch das da. Gott, wie viel sind denn das da? Das sind schon wieder fünf oder so. Meine getreue Klinge. Ah, schön. Rüse. Wow, wie hat sie das gemacht? Jetzt steht sie plötzlich wieder hier. Interessant. Gut, wir werden mal den schwer Verwundeten hier angreifen. Die Klinge ist immer noch voll. Sehr gut. Ah. Gut habt ihr das gemacht, Leute. Sehr gut. Ich bin begeistert. Das gibt neun Pelz für meinen Pelzmantel. Oder wie Kelga sagen würde. Irgendwas mit neuen Schuhen. Wie war das denn? Ich brauche neue Schuhe. Bei den Äxten. Na, keine Ahnung. Ganz schön groß, diese Höhle. Ach, ist der Behälter voll? Na, verdammt. Entschuldigung. Es zieht sich ein bisschen mit den Krankheiten dieses Jahr, das gebe ich zu. Ich hoffe, ihr seid von diesem ganzen Kram verschont geblieben. Ich habe schon wieder leichtes Halsschmerzen und die Linke deswegen dabei. Ja, ja. Ist überhaupt nicht mein Lieblingsgetränk. Nein, ich hasse Salbei. Aber Salbei ist besser als Halsschmerzen, deswegen zur Not. Ja genau, und weil ich so vernünftig bin, nehme ich auf. Deswegen, oh, da ist immer noch einer. Gut, noch ein paar Blitzkugeln und dann noch ein paar magische Geschosse. Ach, alte Frau von, was haben wir gesagt, wahrscheinlich 23, 24 Jahren. Benimm dich. Ich finde es immer schön, dass mein Schwert ja, verpulver dann den ganzen Zauber. Dass mein Schwert so hier dingsig ist, so, wie heißt denn das? So übereifrig. Dass es so voranstürmt und wir dann weniger getroffen werden. Das ist natürlich sehr praktisch. Denke schon. Denke schon. Ich glaube, jetzt haben wir ja auch gar keine Feinde mehr in der Nähe, ne? Dann müsste es ja eigentlich möglich sein. Yeah, kritische Wunden heilen. Dass wir... Och, Schwertchen. Noch mehr kritische Wunden heilen. Müsste es eigentlich möglich sein, dass wir rasten. Was wollte ich sagen? Jetzt habe ich komplett vergessen, was ich sagen wollte. Ah, sehr gut, das Schwert löst sich auf. Dann kann Shabin das in Ruhe machen. Toll für Bier. Ne, das Bier lassen wir jetzt hier. Das Bier bleibt hier. Dass wir hier rasten können in aller Ruhe und nicht 150 Gold für Neurik bezahlen. Oh, herrlich. Der Kaffee in dem Thermobecher hält sich echt gut warm. Das interessiert hier ja auch alle. Oh, diese Folge wird sehr viel Geschnipsel. Ich sehe das schon. Ich sehe das schon. Kater rauslassen. Kaffeegetränke, Gehuste. Naja. Wie das halt immer so ist.
So, dann hier Beutesack. Beutesack. Doppelrolle. Wir kriegen die ganzen Heiltränke, kriegen wir wieder raus, die wir vorhin verpulvert haben. Das finde ich sehr schön. Uiuiui. Schutt. So ein Schutt aber auch. Schutt steht da nicht Schund. Vergleich das nicht mit dem, was du schreibst. Schon wieder ein lila Wasserfall. Hallo. Ah, jetzt nicht mehr. Das soll Schattierung bedeuten, wahrscheinlich. Immer dieser Rändernebel. So, die Hölle ist doch hinten zu Ende. Sisi. Boah. Komm rauf uns, du schaffst es. Schaffst es, dieses Labyrinth zu meistern. Ich glaube, in dem Gang waren auch noch Wölfe, kann das sein? Nein, wir sehen keine mehr, deswegen gehen wir jetzt raus. Ackerland ist abgebrannt. Ich weiß nicht, wie es mit der Belohnung ausgesehen hätte, wenn wir haben ja als Silberrücken eigentlich davon überzeugt, ups, zu gehen. Ich weiß nicht, wie das ausgesehen hätte, wenn wir keinen Kopf gehabt hätten. Aber da wir jetzt so rabiat waren, kann es gut sein, dass wir ganz einfach an unsere Belohnung kommen. Ihr seid zurück, meine Dame. Bringt ihr mir gute Neuigkeiten? Habt ihr den Kopf der Wölfin Silberrücken? Haben Kopf von Wolfi? Bei den Göttern, bravo. Ich vermute, dass das keine leichte Angelegenheit war. Nein, nein, wirklich nicht. Das hat uns mehrere Spielstunden gekostet, weil wir so... Oh, jetzt hätte ich fast den Kaffee umgeschüttet. Oha. Lasst euch das blutige Ding abnehmen. Also dann, ich nehme an, die vereinbarten 300 sind in Ordnung. Joa. Danke für eure Hilfe. Jetzt, da die Wölfe nicht mehr hier ist, sollte es ein leichtes sein, den Rest des Rudels zu vertreiben. Danke nochmal. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss in Letzthafen um neues Vieh für meine Herde... Was? Ich muss nach Letzthafen um neues Vieh für meine Herde zu holen. Nochmals vielen Dank, werte Dame. Ja, ja, nix Problem. Wir gehen mal zurück und reden nochmal mit Aribeth. Das hat uns Terra ja empfohlen. Ich glaube, darauf habe ich schon hingewiesen. Glaube ich. Ja, doch. Und... Und reden generell mal mit den Leuten. Müssen wir jetzt einen neuen schon mitnehmen? Nee, ich glaube nicht. Freut mich zu sehen, dass es euch gut geht. Fürst Nascha sagt, ihr werdet es schaffen. Trotzdem bin ich sehr in Sorge um euch, denn ihr setzt euch großer Gefahr aus. Naja, geht so. Wir haben ja gute Hilfe. Habt ihr schon irgendwelche neuen Informationen über den Kult herausgefunden? Ja. Finden heraus Dinge über Kult. Das habt ihr? Mhm. Ausgezeichnet. Ihr habt euch des Vertrauens, das Fürst Nascha in euch gesetzt hat, mehr als nur würdig erwiesen. Ihr den Brief an Solomon zeigen. Das war ein langer Brief. Der Kult hat jemanden geschickt, um euch zu töten, nicht wahr? Zum Glück hatten sie keinen Erfolg. Nein, nein. Das ist allerdings bei weitem unser bester Hinweis, also können wir ihn nicht ignorieren. Ich werde dem Rest unserer Kräfte sagen, dass sie die Suche fortsetzen sollen. Ihr hingegen solltet dies weiterverfolgen. Was denn? Was ist dies? Glücklicherweise wird darin erwähnt, wo wir weitere Kultisten finden könnten. Der Köhlerwald und die Wälder von Niewinter werden genannt. Seht euch dort nach Informationen um. In den Wäldern von Niewinter waren wir ja schon. Da war ja die Sache mit dem Geistergift und da haben wir diesen komischen Zwerg gefunden. Habt ihr weitere Informationen finden können? Sonst noch kein Zwerg. Dann wünsche ich euch Glück. Kamera, nicht an der Ecke festbacken. Freut mich zu sehen, dass es euch gut geht. Ja, Fürst Nascha sagt, habt ihr schon irgendwelche neuen Informationen? Am Rat vielleicht? Ich wünschte, es gäbe bessere Spuren, die ihr verfolgen könntet, um den Kult zu finden. Aber Arens Informationen sind alles, was wir haben. Alles, was ich vorschlagen kann, ist, die von Aren erwähnten Orte aufzusuchen und eure Ohren für ungewöhnliche Vorkommnisse offen zu halten. Jo. Natürlich wird nicht alles, was ungewöhnlich ist, von diesem Kult ausgehen, aber sie sind da draußen und aktiv. Also habt ihr immer eine gute Chance, sie zu entdecken, wenn ihr wachsam seid.
Rapunzel und Wachsam. Das sind so ein paar Sachen, die nicht unbedingt zusammenpassen. Oh Mann, meine Stimme. Oh oh. Mal gucken, ob es für die zweite Aufnahme reicht. Ich verabschiede mich von euch. Ja, genau. Viel Spaß noch bei weiteren Projekten. Und beim Stöbern, falls ihr nicht zu denen gehört, die immer aktuell alles gucken. Und wir sehen uns hier in Letzthafen. Wir sehen uns auf dem Ackerland am Donnerstag wieder. Bis dahin. Ciao.